direkt da. Ich kann sie nicht anvisieren. Kann ich runterstupsen. Komischer Frucht. Vielleicht kann ich auch nur einen auf einmal tragen. Nur ausfinden, damit die Früchte. Eintauscht. Ich glaube, da kriege ich auch wieder coole Sachen für. So. Hüpfen wir mal mit hoch, mal gucken, wo ich da lande. Hier wieder. Ups. Da will er sich nicht festhalten, der Sora. Jetzt geht's doch. Ein Anti-Z-Gummi. Schon noch rausfinden, was ich mit den seltenen Früchten machen muss. Ich die eintausche. Oder habe ich das schon? Das ist noch die verlorene Seite. Ach, da ist Euler. Ein Kraftbolzen. Na klar. Ich weiß auch nicht, wie das Ding da rauskommt. Ah. Kriegt man nämlich schöne Sachen für die seltenen Früchte. Ich noch stärker werde. Kiste mit. Ein Blitzgummi. Naja, das ist nicht so spannend. So, wieder umtauschen. Ist schade, dass man die nicht alle auf einmal sammeln kann. Sind. Nochmal mit Tigger, bitte.
erstmal die hier. Kommt mir ein bisschen ähnlich vor. Muss ich mal so sagen. Aber ich sehe auch sonst keine. Reden wir mal mit Euler, ob sie noch mehr Früchte will. Ja. Verraten, wo die restlichen sind. Ach, da ist noch einer. Ein Uri-Halkorn. So, alle Früchte gesammelt. Danke. Ich mir jetzt einen Kraftbolzen gönnen. Lecker. Und einen Schutzengel. So, und dann habe ich hier eigentlich alles fertig. Das freut mich. Jetzt kann ich raus und krieg mal was dafür, dass ich es erledigt habe. Noch ein Metrill. Sehr gut. Dann brauche ich noch einer und ich kriege, ich glaube, dann noch ein Bestchen. Eigentlich könnte ich jetzt noch mal Malefiz versuchen. Kann ja jetzt draufhauen. Ich mach's einfach mal. Was soll's denn schaden? Schreiende Kinder draußen. Immer wieder erstaunt, wie gut man das im 5. OG hören kann. So, Kapelle, Pelle, Pelle, Pelle. So, versuchen wir es nochmal. Diesmal sind wir ein bisschen stärker. Wenn ich jetzt erstmal wieder das hier sehen muss. Ich glaube, in Teil 2 kann man das heißt dann überspringen. Das ist so nützlich. Ja, ist immer noch ein Schlüsselschwert. Aber dieses hier hat die Fähigkeit, die Herzen der Menschen aufzuschließen. Darf ich es euch demonstrieren? Seht her! Was? Nun, öffne dein Herz und übergib es der Dunkelheit. Werde eins mit der Dunkelheit! Das ist es! Diese Macht! Dunkelheit! Die ewige Dunkelheit! Ich bin ja auch echt gespannt, ob das jetzt einen Unterschied macht mit den zwei Schutzengeln und drei Kraftkreuzen, die ich mir da gegönnt habe. Naja, wirklich viel Unterschied macht es nicht. Das muss mir auch mal machen.
Shortcut zu packen. Hä? Ich stehe hier oben und werde getroffen? Von Sachen, die mich nicht treffen können? Das merkt man schon. Hui. Ach, hier oben ganz gut. Hier brennt es überall. Aber wunderbar. Geht doch. Drache besiegt. Oh. Wie brennt er gerade alles an? Welch Ironie! Sie war auch nichts weiter als eine Marionette. Was? Die Herzlosen hatten Malefiz von Anfang an nur benutzt. Sie hatte nicht bemerkt, dass die Dunkelheit in ihrem Herzen sie auffrisst. Das Ende passt zu dieser Närrin. Ein Feueropal! Jetzt kriegt man noch einen Aufruf. Ist ja interessant. Ist hier noch irgendwas? Nee, nein. Scheint nicht so. Sesam, öffne dich!